Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Train Fever Amerika, hier live aus Long Beach, von unseren süßen kleinen Bussen. Und da hinten in weiter Ferne sehen wir die Brücke, die nach Kansas City führt. Oh, gerade mit dem Zug, sehe ich. Lasst uns da gleich mal hinfliezen. Ja, sehr schön, mit der Doppeltraktion, kommt hier runtergebraust. Wunderbar, und genau um diesen Zug geht's, beziehungsweise um die Strecke, denn wir brauchen hier ja noch einen zweiten Zug. Die Schienen sind gelegt, jawohl. Was wir aber auch noch nicht gemacht haben, sind die Signale, die Blocksignale. Damit wir hier auch wirklich noch einen zweiten Zug hinstellen können. Ich würde mal sagen, wir machen die mal, ja, lasst uns noch die ersten gleich mal vor dem Tunnel machen. Ja, Fahrzeug im Weg. Wir können das natürlich auch hier hinten hin machen, auch vor dem Tunnel. Aber nur, wenn das Fahrzeug weg ist. Na, das ist halt wieder die Heisenbergschen Endlosgleise. Jetzt geht's gut. Hier vorne würde ich mal sagen, nach der Brücke. Wir machen mal vorerst nur zwei Züge. Einmal vor dem Tunnel, hier auch nochmal vor dem Tunnel. Die gehören ja trotzdem zusammen, diese beiden Signale, auch wenn sie versetzt sind. Dann können wir hier dasselbe gleich nochmal machen. Eben, es sind nur zwei Züge, sprich, wir brauchen jetzt hier auch nicht 10.000 Blocksignale. Ich mache trotzdem mal ein paar hin, dann haben wir für später schon mal vorgesorgt. Und hier lassen wir es, denn hier kommen schon die ersten Signale von Kansas City. Gut, ein Depot haben wir auch. Und dann war ja angedacht, wir machen jetzt mal einen Zug mit Doppeltraktion, mit Schub und Ziehen. Lasst uns mal sehen, was wir da im Angebot haben. Dampflok. 97. Jetzt, ich denke mir, die sollten ungefähr gleich schnell sein. Das ist ja sonst irgendwie doof, weil die hier zum Beispiel, die macht 160 km/h. Wenn wir jetzt die dazu nehmen, dann bremst das ja die hier aus. Also sprich, die fährt dann 160. Ich muss es anders sagen. Die würde 160 fahren, fährt aber nur 120, weil die bremst. Also müssen wir wohl zwei Züge nehmen, die ungefähr das gleiche Tempo haben. Zum Beispiel hier die 113, 120. Ich würde sagen, wir nehmen die beiden. Jetzt ist die ein bisschen langsamer, aber ich denke mal, so eine Elektrolok, die stößt eher. Wobei, es kommt das drauf an? Ziehen, stoßen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Lasst uns die mal nach vorne nehmen. Okay, wir nehmen die nach vorne, die nehmen wir nach hinten. Das heißt, wir brauchen aber zuerst noch die Wagen. Dann nehmen wir mal diese neuen schnellen. Ja, sonst haben wir immer hier die Pullman-Wagen. 1, 2, 3, was geht hier rein? 18 Leute. Machen wir mal 4, das ein bisschen zur Seite nehmen. Ja, denke mal, das würde mal reichen. Ach, wir nehmen noch einen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Gut, und dazu gibt es jetzt hier diese Dampflok der Baureihe 1710. Okay, haben wir sie dran? Ja, passt. Gut, Linie zuweisen. Da müsste ich jetzt schnell gucken, was das für eine Linie ist. Na, wo war denn der Zug? Hier oben. Long Beach, Kansas. Was sonst? Ich vergesse immer ein bisschen, dass die Linien hier Namen haben. Das ist ja beim Hauptspiel anders. Da habe ich das am Anfang versäumt. Und deswegen und dann nicht nachgeholt, weil das einfach, ich kann nicht 200 Linien umbenennen. Da bin ich ja einen Tag dran. Und als Let's Play bringt es das auch nicht wirklich. Aber wir sind jetzt hier auch nicht beim normalen Spiel sozusagen, sondern beim Amerika DLC und nee, nicht Fort Worth, wo haben wir es denn? Long Beach, Kansas City. Das wäre hier. Gut, kannst du schon rauskommen? Dann könnten wir dich mal angucken. Jawohl. Cool. Schön. New Mexico. Aha, und da schiebt sie. Das ist ja schon auch nett. Und das hatten wir so noch nie. Von daher würde ich mal meinen, cool. Oh, Zug 1. Okay, den werden wir ersetzen. Ja, jetzt geht das halt auch schon wieder vermehrt los, dass man hier Züge ersetzen muss. Fahrzeugersatz. Ich mache mal ganz schnell Pause. Das mache ich. Ich nehme den ins Schaufenster. Das mache ich fast lieber. Dann kann ich in Ruhe hier gucken. Viermal Pullman und einmal die hier.
Wir müssen natürlich nicht zwangsweise die nehmen. Die können wir sogar. Die können wir gar nicht mehr nehmen. Die ist out of order. Die ist nicht mehr im Programm. Okay, was nehmen wir denn dann? Was ist denn das für eine Strecke? Eine lange? Ja, die ist doch ordentlich. Ach, wobei geht. Geht alles geradeaus. Da reicht sicherlich eine Lok. Wir nehmen aber mal, lass mich mal gucken, 65 von 72. Das ist auch nicht schlecht. Dann nehmen wir ein paar Leute mehr. Ein paar Wagen mehr. Ich würde gerne die hier nehmen, aber dann haben wir auf jeder Strecke diese Lok. Das möchte ich natürlich auch nicht. Das ist nicht unbedingt sehr schön. Wir nehmen mal die. Und dazu, ja, wieder die Pullman-Wagen. 18, 18, da gehen gleich viele Leute rein. 2, 3, 4, 5. Wir nehmen jetzt aber mal 5 statt nur 4. Dann bringen wir hier ein bisschen mehr an Leuten rein. Gut. Dann kann ich es laufen lassen. Machen wir zu. Hier machen wir auch zu. Wird ersetzt. Und dann gehen wir wieder zurück nach Long Beach, wo hier der Zug einläuft. Gut, ich denke, fürs erste haben wir das jetzt mal soweit gemacht. Wo ist der andere Zug? Ich möchte trotzdem noch mal schnell gucken, ob die halbwegs schlau. Ja, das ist ja perfekt. Der fährt hier über die große Brücke nach Kansas City. Und der andere steht noch in Long Beach am Bahnhof. Das ist genau, wie das gedacht ist. Ja, man kann ja sagen, was man will, aber das sieht doch einfach klasse aus hier mit diesen zwei Loks. Und hier den Brücken und so. Das ist genau eigentlich, wie ich das möchte. Gut, und jetzt werden wir etwas in Angriff nehmen, was ich so eigentlich noch gar nie gemacht habe, was ich mal machen wollte. Und da musste ich dann Forfait aufgeben, weil bei der ersten Map, beim ersten Lauf dieser USA-Map des DLCs, da war ja eine Stadt, die hat den Buchstaben drin, da ist mir immer das Spiel abgestürzt. Und genau als ich das machen wollte, was ich jetzt machen will, ging es gar nicht mehr. Weil das, was ich machen wollte, genau in der Nähe von dieser blöden Stadt war. Gut, also, was möchte ich denn jetzt machen? Langer Rede, kurzer Sinn. Ich möchte Personentransport mit Gütertransport kombinieren. Und ich habe mir hier mal was angesehen, was zum Beispiel eine Idee wäre. Wir könnten Passagiertransport machen von Boston nach Fort Worth. Das würde dann logischerweise hier durchlaufen. Und unterwegs laufen wir hier dieses Stahlwalzwerk an. Dann das Erzbergwerk und hier hinten das Kohlebergwerk. In welcher Reihenfolge ist eigentlich egal. Ich würde sagen, wir machen das möglichst, geradeaus. Und das wäre dann von Boston hierher. Dann passiert erstmal bei der ersten Fahrt nichts. Dann gehen wir hier Erz holen, gehen von hier nach Fort Worth, laden die Leute aus, fahren zurück, holen hier Kohle, laden die Kohle hier ab, fahren wieder nach Boston, laden die Leute aus Fort Worth ab und fahren von Boston zurück und können dann die Kohle und das Erz hier abladen. Ich habe jetzt das absichtlich nochmal genau rekonstruiert, ob da nicht irgendwie ein Fehler drin ist. Nein, das müsste eigentlich gehen, wenn wir die Strecke hinkriegen, und das müsste ja zu schaffen sein. Also lasst uns das doch gleich mal in Angriff nehmen. Cool. Hey, freue mich. Dann gibt das einen schönen Güter-Personenzug. Haben wir auch noch nicht. Bahnhof Boston. Ja, Boston klingt schon nach relativ großer Stadt. Die ist noch nicht groß. Die ist auch eher am Rand der Map. Okay. Die kriegt aber schon Güter, also die wird sowieso wachsen. Ja, dann lasst uns hier doch mal... Was machen wir denn mit den Gütern? Genau, die Güter werden wir auch nach Fort Worth bringen. Das machen wir aber wahrscheinlich mit Lastwagen, denn sonst müssen wir hier in Fort Worth noch einen Güterbahnhof bauen. Oder das können wir später gucken. Wir machen erstmal den Kreislauf, bringen den so in Gang, dass hier überhaupt produziert werden kann, damit dass hier die Rohstoffe ankommen. Und den Bahnhof in Boston, den... Ja, machen wir den hier hinten hin. Ich mache mal die Straße ein bisschen länger. Ohne Kurve. Bitteschön. Aha. Ja, da haben eben die Straßen auch gewechselt, weil wir später in der Zeit sind. So, kriege ich hier noch einen Bahnhof hin? Vernünftig. Wo waren denn gleich nochmal die Bahnhöfe? Von den Zügen, die waren hier. Ja, ich würde sagen, einen größeren Bahnhof. Wir könnten hier mal wieder den klassischen machen. Machen den mal mit 5 Gleisen. 320, weil es eben halt Boston ist. Jetzt hat er mir wieder den alten genommen.
Der würde eigentlich gut hinpassen. Lasst uns den mal... Maximum... Ja, okay, lasst uns den mal hinstellen. Kostet 1 Million. Okay. Gut, dann haben wir hier noch Platz für die Bushaltestellen. Die mache ich gleich mal hin. Sonst stehen da nachher Häuser. Was haben wir denn an Bushaltestellen? Alles Mögliche inzwischen. Das darf eigentlich ruhig so eine große sein. Die Frage ist, wo kriegen wir sie hin, ohne dass sie hier gegen den Bahnhof schlägt? Mit dem Bahnhof kollidiert? Das ist fast ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht, ob wir das noch gruppieren können. Warum kann ich denn nicht näher ran? Das ist genauso unterteilt hier. Die Straße ist genauso unterteilt, dass ich hier nicht hierhin kann. Wo es am meisten Sinn machen würde. Und ich habe echt das Gefühl, das ist zu weit weg. Ich probiere es mal. Ne, geht. Okay, dann können wir es so lassen. Gut, den Rest der Busspuren machen wir später. Wir machen jetzt erstmal die Eisenbahnlinie. Dafür brauchen wir hier Schienen. Die Frage ist, wo gehen wir raus? Klar, wir können es immer noch ändern. Das ist kein Problem. Wir müssen hier, ich würde mal sagen, rechts vorbei. Dann da nach hinten. Und müssen von hier aus noch nach da. Und müssen von, ja, das geht dann hinten raus. Wir müssen hier von hier aus aber noch nach da. Ja, das soll irgendwie ein Gleis in der Mitte sein. Würde ich mal meinen. Gut, wir kommen gerade raus. Das ist schon mal gut. Ohne Großbrücke und Tunnel. Das wird eh noch kommen wahrscheinlich. Spätestens hier. Hier haben wir einen Hügel. Autosave. Na. Ja, es geht zwar. Es geht ohne Tunnel. Das ist noch interessant. Obwohl das doch ein gewisser Höhenunterschied ist. Jetzt gucke ich hier gleich mal wegen dem Bahnhof. Wenn wir schon hier sind. Da brauchen wir natürlich einen Güterbahnhof. Ich würde sagen, wir nehmen mal nochmal diesen alten. Da brauchen wir aber ganz bestimmt nicht 5 Gleise. Von der Länge her kann das nicht schaden, wenn der so lang ist. Wo machen wir den hin? Da fährt mir der Zug zu sehr zickzack. Da fährt, wenn ich ihn hier hin mache, fährt der Zug hier durch, fährt dann zur Kohle und dann wieder zurück. Ich möchte den hier durch haben. Das heißt, wir müssen erstmal die Straße machen, damit wir hier überhaupt den Bahnhof hinstellen können. Oh, gibt gleich eine Allee. Auch schön. Ist das so gut? Ich mach's mal. Vielleicht noch ein bisschen... Nee, dann haben wir die Straße im Weg, wenn wir mit dem Gleis kommen. Das ist auch nicht so eine ideale Lösung. Immer erst das Falsche aufgemacht. So, den hier wollte ich. Ein Gleis. Wir machen mal 2. Hier werden ja doch Güter produziert, die wir dann vielleicht noch in alle Welt verschiffen. So, wenn ich den hier hinmache, ist die Frage, ob das... Ja, wenn ich es hinkriege. Was für ein Gefrickel. Hallo? ich müsste noch ein bisschen... Ja, ist das noch nah genug hier an diesem Stahlwalzwerk? Ich kenne das aus dem Hauptspiel. Wenn das ein bisschen zu weit weg ist, dann funktioniert das nicht mehr. Also möchte ich den Bahnhof hier lieber hier oben haben. Ich mache hier die Straße mal nochmal weg. Wir machen hier ganz kurz wieder... sauber, sozusagen. So, dann gehen wir mit der Straße hier oben durch. Gucken wir, ob wir... Da reicht eigentlich eine dünne. Ob wir hier oben irgendwie besser rankommen, sozusagen. So. Ja, nochmal gucken. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie ich mir das vorgestellt hatte. Doch, so, genau. So müsste es nahe genug sein. Hoffe ich mal. Jetzt muss ich schnell die Ausrichtung kontrollieren. So ist gar nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen weiter runter. Nein. Wir müssen nach da hinten. Da muss ich doch so. Okay, dann machen wir es mal so. Steht. Gut, Güterbahnhof, das passt auch. Kommen wir hier gleich rein. Wir kommen. Wo machen wir das Gleis hin? Ich würde mal sagen, hier. Oh doch, da macht er einen Tunnel. Ist nicht tragisch, klar, er kann ja einen Tunnel machen, aber
Kriegen wir das nicht vielleicht sogar ohne Tunnel hin? Dann haben wir hier nochmal sowas wie eine kleine Bergstrecke. Wahrscheinlich wird es jetzt schwierig mit runterkommen dort. Ja, möchte wieder einen Tunnel machen. Kommen wir hier ohne Tunnel rein? Jetzt möchte man sogar eine Brücke machen. Jetzt stimmt die Steigung nicht mehr. Das habe ich befürchtet. Wenn wir von hier kommen, ist die Steigung zu groß. Wir müssen hier also halt... Moment. Ein bisschen in die Höhe gehen können wir nicht mehr. Wir sind ja schon auf Maximalhöhe. Wenn wir hier ein bisschen runter gehen... ist die Steigung immer noch zu groß. Wir gehen... Nee, weiter runter geht nicht. Okay. Wenn wir jetzt hier... Nein, geht nicht. Geht nicht. Wir müssen das Tunnel machen. Das ist eh eigentlich doof hier. Groß rumbasteln. Denn... ja, soll es ein Tunnel machen? Das ist ja nicht so tragisch. Tunnel ist eh schön. So, macht er jetzt überhaupt noch eines von hier? Ich dachte ja. Ganz ein kurzes. Ja, macht er. Dann geht, das geht aber auch nicht. Da ist die Steigung auch zu groß. Ging es vorher nicht gerade noch? Hätte ich mal nicht angefangen zu basteln. Nehmen wir das hier auch wieder weg. Dann kann das Tunnel früher machen. Sag mal, ging das nicht vorhin? Also jetzt bin ich selber nicht mehr sicher. Ich dachte eigentlich, er kann ja hier durch einen Berg durch. Dann müsste das doch eigentlich hier stimmen. So, jetzt geht's. Okay. Tunnel fängt hier an. Und ist dann... ja. Gut, wir machen das mal so. Gut, okay. Also, jetzt sind wir von Boston unterwegs. Halt, da müssen wir noch ein bisschen verschönern. Das war... hier. So, ein bisschen näher ran. Sonst ist hier nicht wirklich mit Verschönern viel los. Gut, vielleicht mal noch ein bisschen kleineres Werkzeug nehmen. Ja, das passt. Also, jetzt sind wir hier. Hier laden wir eigentlich die Kohle und das Erz aus. Das können wir noch nicht, da wir noch keines haben. Das holen wir jetzt hier hinten. Und dafür wird es jetzt ein bisschen tricky, je nachdem. Das werden wir gleich sehen. Wir sind hier rein. Wir müssen mit den Gütern eher nach hier hinten nachher. Das heißt, wir nehmen dieses Gleis weiterhin. Wenn wir hier ebenerdig sind, möchte er eine Brücke machen. Okay. Kann er eigentlich. Sieht ja eh nett aus. Das ist halt, der Bahnhof ist dann genau zwischen Tunnel und Brücke. Naja, das ist ja egal. Das sieht dafür cool aus. Wir nehmen mal die hier. Die Iron Bridge. Aber die kann ich eigentlich auch schon weiterziehen, wenn ich rankomme. Bis wohin soll die gehen? Bis hierhin. Okay, wir machen die mal bis hierhin. Die Richtung stimmt. Jawohl. Moment. Hier war der Haken. Dann gehen wir hier runter. Jetzt frage ich mich, wollen wir nicht schon gleich mal zuerst den Bahnhof hinstellen und dann hier rausfahren? Und das mal bleiben lassen, dass wir das hier irgendwie halbwegs haben. Wo würde das am meisten Sinn machen? Den Bahnhof hinzustellen. Hier oder hier? Hier müssen wir sowieso die Schienen verlegen. Hier müssen wir sozusagen eins rüberrücken, damit wir da rankommen. Oder wir machen Weichen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ist wahrscheinlich fast einfacher, wenn wir die Schienen rüberziehen. Müssen wir hier abbrechen. Dann kommen die hier hin. Oder um eines wenigstens. Um ein Gleis verschieben. Oder wir machen Weichen. Das hatte ich schon gesagt. Das ist ja, Weichen sind natürlich schon auch nett. Das Problem ist einfach, die blockieren sich dann hier. Dann müssen die dauernd warten. Wenn wir das Gleis hier verlegen, den Platz haben wir ja, dann haben die keine Wartezeiten. Von daher wäre es schon besser, wir machen so. Und den Bahnhof. Ich nehme mal den Bahnhof. Das ist ein Erzwerk. Das braucht eigentlich nur ein Gleis. Da dieses Erz nur an eine Fabrik geliefert wird. Ja, die maximale Länge, die kann nicht schaden. Vielleicht gleich mal so. Parallel schon fast. Nein, dann ist es zu weit weg. Das muss ja in der Nähe sein. Ich kann es nicht vernünftig anlegen, wenn hier die Straße im Weg ist. Güterbahnhof, das passt. Kommen wir da zum Bahnhof? Ja. Noch ein bisschen mehr drehen oder vielleicht sogar hier hin, damit wir Platz haben, um reinzukommen. Das wäre fast noch ein bisschen besser.
So zum Beispiel. Das sieht aber nicht gut aus. Ich hätte das gerne parallel. Das wäre schöner. Das Problem ist aber, wenn wir das parallel machen, dann machen wir nachher da vorne eine Riesenkurve in den Bahnhof rein. Und was hier machen? Hier hätten wir... Ja, da müssen... Ja, aber hier wird es gehen. Da machen wir nicht die Riesenkurve. Machen wir es mal so. Die Straße nochmal schnell verbinden. Nicht, dass das vergessen geht. Okay. Wir könnten die natürlich jetzt auch noch ausbauen. Ich möchte mich jetzt aber primär hier aufs Gleis verlegen konzentrieren. Jetzt müssen wir hier halt eine massive Kurve machen oder hier einen Riesenbogen. Dann machen wir das. Und zwar relativ früh schon. Möchte wieder Brücke machen. Das würde gehen. Hier mit einer Brücke, hier mit einer Bahnschranke. Die Richtung würde auch stimmen. Dann würde ich sagen, lasst uns das doch gleich mal übernehmen. Wir nehmen eine andere Brücke, damit wir nicht immer die gleiche haben. Mal die hier. Ja, das passt. Und Bahnübergang. Bahnschranke, nehmen wir den hier. Ohne Schranke, nur mit Lampen, Lichter, Leuchten. ja, okay, das müssen wir eigentlich jetzt schon fast verbinden können. Wenn ich es in einem Zug mache, wird er hier wieder Brücken und Zeugs hinstellen, dass es kracht. Ich versuch's einfach mal. Ja, gibt dann dort halt nochmal eine Brücke. Aber er kann immerhin mit 300 Sachen durchbrettern. Also gut zu wissen, dass es gehen würde. Ich möchte es trotzdem anders machen, denn wir haben hier eigentlich Wald. Ja, aber wir kommen hier nicht weiter runter. Geht nicht. Das geht nicht. Okay, dann machen wir es so. Jetzt möchte er nicht mehr. Jetzt möchte er wieder. Okay, dann machen wir die gleiche Brücke. Dann geht er da runter. Ist gekauft. Gut. Dann sind wir hier. Hier nehmen wir Erz auf. Ist das ein Güterbahnhof? Ja, das ist der alte Güterbahnhof. Und dann wollen wir hier zu diesem Bahnhof. Dafür müssen wir jetzt die beiden Gleise verlegen. Können wir das, ohne dass es hier Schlenker und Kurven gibt, dass das kracht? Wie viele Spuren sind denn das? Das ist eigentlich nur eine Spur. Okay. Ah, Moment. Wir haben hier noch ein freies Gleis. Das hier sehe ich gerade. Das ist vom Depot her entstanden. Ja gut, dann nehmen wir das doch. Sehr schön, da müssen wir hier gar nichts verlegen. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir denn hier drei Gleise? So, das ist aber ein altes Gleis. Habe ich jetzt die neuen genommen hier hinten? Ja, hätten wir nicht mal gemusst. Wobei, wenn ich jetzt... Nee, die sind glaube ich nur bis 120, kann das sein? Diese alten Gleise, das steht hier halt leider nicht. Und die neuen sind dann... Für Hochgeschwindigkeit. Wir machen mal die Hochgeschwindigkeit hier hin. So können wir mit Maximaltempo kommen. Hier kommen wir auch noch vorbei und hier kommen wir rein. Und hier haben wir schon ein Einfahrtssignal. Sehr gut, denn da kommt aus der anderen Richtung noch ein Zug. Hat der auch ein Einfahrtssignal? Sollte wohl. Ja, hier. Das hier. Gut. Dann passt das auch. Dann ist er hier drin. Jetzt fährt er wieder zurück und muss hier Kohle holen. Das heißt, wir müssten dann eigentlich früher rüber. Oder wir gehen hinten raus. Nee, das ist ein Umweg. Wir müssen hier durch, dass wir nachher wieder hier reinkommen. Ja. Früher die Kurve machen. Hier rüber gehen. Das ist halt wieder die Frage. Kriegen wir das irgendwie halbwegs hin, ohne dass wir hier eine riesen Kurve machen müssen. Ungefähr hier müsste es sein. Und dann müssen wir hier rüber. Das endet sowieso in einem gröberen Kurvenbau. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wenn wir es anders machen... Vielleicht doch hinten rausgehen. Wir sind ja dann auf diesem Gleis hier. Auf dem äußersten. Sagen wir mal, wir gehen hier rüber.
Das wäre fast besser. Das ist zwar ein bisschen weiterer Weg, aber dann müssen wir hier nicht Kurve um Kurve ziehen. Und dann nimmt der Zug... Ja, okay, dann genau. Sorry für meine Gedankengänge, die ich nicht ganz ausführe. Ich überlege gerade. Wir gehen hier raus. Und gehen hier rüber, wenn das irgendwie machbar ist. Ja, ist nicht wirklich machbar, wegen der Straße dort. Das ist natürlich schade. Dann müssen wir es anders machen. Und zwar erst den Bahnübergang. Dann die Brücke. Dann müsste es eigentlich klappen. So geht's doch schon mal. Und so geht's auch. Gut. Dann haben wir das. Dann müssen wir hier das Signal aber noch kappen und neu hier hinten hinstellen. Dann ist hier sozusagen... Nein, falsch. Dann ist hier sozusagen das versetzte Einfahrtssignal. So, und das andere Gleis braucht hier... Eigentlich, wir fahren ja hier zurück. Das ist jetzt die Frage. Das ist... Wie soll ich sagen? Wir fahren nicht in die Richtung. Wir fahren nur in die. Wenn der Zug jetzt hier aus dem Bahnhof rauskommt, das Ausfahrtssignal passiert, was der Bahnhof automatisch inne hat, hier auf diese Spur geht und dann hier weg, dann müsste der eigentlich hier freie Fahrt haben. Sonst machen wir hier hinten noch ein Signal hin. Schaden kann es nicht. Ob es unbedingt nötig ist, wüsste ich jetzt nicht mehr. Aber so kriegt der Zug hier freie Fahrt, spätestens wenn der das Signal passiert. Ja, okay, dann gehen wir jetzt. Ui, das ist ja hier wieder ein hügeliges, eine hügelige Angelegenheit. Hier einmal quer durch. Und dann hier den Bahnhof und dann nach da hinten. Ja, das ist eigentlich soweit machbar. Moment. Erst den Bahnhof. Dann machen wir auch wieder maximale Länge, aber nur mit einem Gleis. Denn viel mehr als eine Linie werden wir hier nicht haben. Da ist dann die Frage, wohin damit? So. Da kriegen wir Probleme, je nachdem mit dem Bahnübergang. Müssen wir die Straße vielleicht noch ändern. Sonst würde es halbwegs stimmen. Okay, das ist mal gekauft. Oh, das ist aber... Weit oben das Ding. So, verbunden. Mal gucken, ob wir das, apropos verbunden, hier auch verbunden kriegen. Das klappt schon mal. Sehr gut, da schüttet er einfach auf. Und dann gibt es ja, ich hätte gerne, okay, mit Halbschranken. Oh nö, da gibt es ja den hässlichen Hugel. Nee, das möchte ich nicht. Nein, 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 das machen wir anders. Macht es automatisch, weil es halt aufschüttet. Okay, dann nehmen wir die Straße mal schnell weg. Und machen da eine Brücke oder eine Unterführung. Irgendeines von beiden. So, wo müssen wir hin? Nach da unten. Ich werde das mal in einem Schub versuchen. Das würde sogar gehen. Dann macht er hier einen Tunnel. Und sonst macht er gar nichts. Wir haben aber überall Maximaltempo. Wir machen mal dieses Tunnel. Passt. Gut. Dann kommt er hier raus. Das kostet natürlich jetzt ordentlich Geld, was ich hier baue. Aber wir verdienen eigentlich genug. Also von daher ist das kein großes Problem. Jetzt kommen wir hier nicht über die Straße rüber. Da müssen wir uns auch was einfallen lassen. Wir machen aber sowieso erstmal kurz hier noch die Straße. Mit einer schönen Brücke, würde ich sagen. Warum eigentlich nicht? Oder auch nicht. Mit einer Unterführung. Das würde gehen. Dann fahren sie hier aber wieder dermaßen tief runter. Jetzt geht's. Das ist halt wieder irgendwie so eine komische Bogenbrücke. Und relativ schmal hier. Also tief. Da kommt der Zug nicht wirklich unten durch. Ich könnte hier natürlich, wenn wir es mal so machen, ja,
bisschen länger. Wäre eine schönere Brücke. Aber das ist... nee, das ist für den Zug definitiv zu schmal. Die muss höher sein. Ja, so geht's überhaupt nicht. Okay. Müssen wir anders lösen. Aber mit dem großen Werkzeug. Und am besten mit dem Einebnen. So, hier auch einebnen. Und nochmal versuchen. Nein, brauchen wir alles nicht. Wenn wir das so machen und hier raufgehen. Dann gehen wir rüber. Gehen hier ein bisschen runter. Geht nicht. So nicht. Das scheint eine gröbere Übung zu werden. Aus der anderen Richtung. Immer gleich wieder abbrechen, was man gebaut hat. Halt, halt, halt mit dem hier. Sonst geht das sowieso nicht. Auch wenn es so auch nicht wirklich funktioniert. Wie kommen wir hier am besten rüber? Das ist natürlich schon in der Höhe. Wenn wir hier mit dem Gleis weiter unten wären, ebenerdig, würden wir hier besser rüberkommen. So brauchen wir natürlich eine relativ hohe Brücke. Das ist fast nicht machbar, wollte ich sagen. Aber irgendwie ist es natürlich immer machbar. Ja, da können wir nicht mehr weiter in die Höhe. Das geht nicht. Das geht nicht. Zonisch, Herr Heisenberg. Das war auch ein bisschen eine unlogische Überlegung, muss ich sagen. So, die muss auch noch weg, die Straße. Das wäre hier gewesen. So. Einmal wegmachen. Ganzen Spaß. So, haben wir es wieder halbwegs? Wir haben es wieder halbwegs. Ja, ich würde sagen, wir verschieben das auf die nächste Folge. Bis dahin wird hier nichts abbrennen und dann können wir mit neuer Kraft, neuem Mut, neuer Frische und neuen Ideen hier zum Brückenbau antreten. Und wenn es nicht klappt mit dem Brückenbau, dann grabe ich ein Loch und dann geht die Straße unten durch. Ganz einfach. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.